In Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht tickt gerade eine Zeitbombe für die Ampelregierung. Und diese Zeitbombe macht die aktuellen Spekulationen über ein vorzeitiges Ende der Ampelregierung plausibler. Diese Nachricht, diese Spekulation wurden von Politikern in die Welt gesetzt und die Bild-Zeitung hat das groß übernommen. Und zwar Entscheidung laut Insidern gefallen. Lindner will aus der Ampel raus, er weiß nur noch nicht wie. Und das ist ein Zitat vom Politiker, beziehungsweise ein Zitat eines Informanten sozusagen, der diese Spekulation, dieses Gerücht sozusagen in die Welt gesetzt hat. Was hat Politiker konkret geschrieben? Die sagen folgendermaßen, alle Augen richten sich auf die FDP. Entschuldigung. Der kleinste Koalitionspartner ist in Umfragen auf 4% gerutscht. Eigentlich ist das sogar gut. In einigen Umfragen ist die FDP inzwischen bei 3%. Die Partei sucht, so sagen es SPDler, Grüne und auch manche FDPler, hinter vorgehaltener Hand nach dem richtigen Anlass für einen Abgang. Lindner will aus der Ampel raus, er weiß nur noch nicht wie. Das ist der Satz, den die Bild-Zeitung übernommen hat. Sagt uns ein Kabinettsmitglied, also ein Minister, im Kabinett von Olaf Scholz. In der Koalition herrscht Totengräberstimmung, die auf der Indienreise von Olaf Scholz, Robert Habeck, Annalena Baerbock und Co. zu greifen war. Die FDP organisiert den nächsten Gegengipfel am Montag, diesmal eine größere Runde von Wirtschaftsverbänden. Und auch Olaf Scholz hat schon weitere Gespräche angekündigt mit Wirtschaftsleuten. Und erneut hat er gesagt, er würde Bundesfinanzminister Christian Lindner und Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister, nicht einladen. Das heißt, jeder kämpft für sich allein, jeder macht für sich alleine Wahlkampf. Diese Ampelregierung existiert de facto nicht mehr und so handeln auch diese Leute, so gehen diese Leute auch vor. Nun, die Frage ist, macht es Sinn für irgendeiner dieser drei Parteien, die auszutreten aus dieser Koalition, also insbesondere ob das für die FDP Sinn macht, beziehungsweise auch diese Koalition oder diese Regierung zu beenden. So, und natürlich, wenn die FDP austritt aus dieser Koalition, will sie das tun und einen gewissen moralischen Bonus bei den Wählern bekommen. Das heißt, wir haben das getan, weil diese Koalition eben nicht mehr regierungsfähig ist. Wir müssen den Wähler die Entscheidung überlassen, wer von nun an dieses Land regieren will. Deshalb machen wir nicht mit. Wir sind sowas wie die Retter der Nation und dafür will natürlich die FDP gewissermaßen belohnt werden bei der kommenden Bundestagswahl und dann eben vielleicht doch wieder über die 5%-Klausel kommen. Aber was ist diese Zeitbombe, die ich schon erwähnt habe, die da tickt in Karlsruhe? Es ist die Verhandlung über den Solidaritätszuschlag. Und das könnte ein Riesenloch in den Haushalt bringen. Und ein Loch, der ja schon existiert. Es gibt einen Haushaltsentwurf, aber der ist nicht gedeckt. Die Ausgaben sind nicht gedeckt. Da gibt es ein Riesendefizit. Dieses Defizit ist noch größer geworden, weil die Steuerschätzungen gesunken sind. Und nun käme das noch obendrauf. Das heißt, er könnte Christian Lindner herkommen und sagen, pass auf, diese Ampelregierung ist nicht einmal mehr in der Lage, einen Haushalt irgendwie zu entwerfen. Also wir können die Ausgaben, die SPD und Grüne machen wollen, sind nicht finanziert, sind finanzierbar. So kann man nicht regieren. Deshalb werden wir hier austreten und wir empfehlen Bundeskanzler Olaf Scholz, einen Misstrauensantrag zu stellen. Das heißt, er wird abgesetzt und dann muss es in 90 Tagen eben Wahlen geben. Was schreibt konkret Politico? Krach könnte es auch beim Soli geben. Am 12. November berät das Bundesverfassungsgericht über die Frage, ob der Rest Soli rechtmäßig sei. Es geht um 12 Milliarden Euro, die der Zuschlag dem Haushalt bringt. Und die Forderung, die Nachzahlung könnten bis zu 66 Milliarden sein, also eine riesige Summe. Und da könnte Christian Lindner sagen, also das können wir nicht bewältigen, es ist besser, es wird neu gewählt, denn so kann diese Ampelregierung nicht regieren, weil sie hat keinen Haushalt, ganz einfach. Ein rasches Urteil ist zwar unwahrscheinlich, aber die FDP, die den Soli abschaffen will, dürfte genau nach Karlsruhe blicken. Also das ist eigentlich die neue Situation, und das macht es etwas plausibler. Also, wie gesagt, für die FDP macht das nur Sinn, aus dieser Koalition auszutreten, wenn sie merkt, das wird tatsächlich vom Wähler gewürdigt. Das heißt, die Ampelkoalition ist dermaßen unbeliebt, also jede Umfrage ist ja schlechter als die vorherige, und die FDP akzeptiert das und sagt, okay, wir werden eben uns opfern, wir werden hier austreten.
Und ja, mit der Hoffnung eben, dass die Wähler sagen, okay, toll, was da die FDP gemacht hat. Ich werde sie in der kommenden Bundestagswahl wählen und damit kommen sie wieder in den Bundestag. Ja, denn das ist ja die große Sorge, dass die, ja, dass sie eben verschwinden, ganz einfach. Und wenn sie 2025 nicht gewählt werden, ja, dann ist es gut möglich, dass diese Partei völlig verschwindet. Also das haben Sie ja schon gesehen bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie würden dann SPD und die Grünen eigentlich darauf reagieren? Das heißt, sie können sagen, okay, dann werden wir ohne der FDP regieren. Da regieren wir eben als Minderheitsregierung. Das heißt, Olaf Scholz ist nicht irgendwie verpflichtet, eigentlich einfach zurückzutreten oder ein Misstrauensantrag zu stellen, damit der Bundestag ihn sozusagen absetzt oder was weiß ich. Also er könnte einfach sagen, okay, dann bleibt das so. Man könnte natürlich versuchen, es ist kompliziert. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, wie man eben einen Bundestag auflöst. Aber was wäre der Vorteil von ihm? Das heißt, wenn tatsächlich der Bundestag sich auflöst, dann muss es Bundestagswahlen geben in 90 Tagen. Und das wäre ungefähr im März. Was würden SPD und Grünen gewinnen eigentlich, die Wahlen im März und nicht im September zu machen? Das heißt, das sind ja 6 Monate. 6 Monate sind in der Politik tatsächlich sehr viel Zeit. Es kann sehr viel passieren. Vielleicht endet der Krieg in der Ukraine. Vielleicht wird es doch besser mit der Wirtschaft. Vielleicht, was weiß ich, gewinnt Kamala Harris und was weiß ich, und die Beziehungen mit Deutschland werden ganz toll. Es kann irre viel passieren. Ja, also das heißt, 11 Monate, das ist die Zeit bis zur regulären Bundestagswahl, ist extrem lang. Also mir fällt nur ein Grund, warum SPD und Grüne sagen könnten, nein, wir machen vor eine Wahl. Ja, und zwar, sie sind so pessimistisch. Ja, sie sind der Auffassung, dass die Wirtschaft so einbrechen wird, dass die Arbeitslosigkeit so steigen wird, dass sie sagen, also es wird unmöglich für uns, in dieser Stimmung, in diesem Szenario Wahlkampf zu führen. Es ist gar nicht möglich. Das heißt, wir sparen uns den Wahlkampf, was sehr teuer ist. Es ist sehr viel Geld, was die Parteien da ausgeben. Ja, wir bekommen ungefähr die Wahlergebnisse, die jetzt sozusagen die Umfragen wiedergeben. Das heißt so 15%, vielleicht 16% für die SPD, die Grünen so bei 10%. Also weil wir mehr gar nicht erwarten werden. Und dann sagen sie, okay, es ist besser so, denn es könnte sogar noch schlimmer werden. Ja, das ist das einzige Szenario, was mir einfällt. Das heißt, die sind so pessimistisch, ja, dass sie sagen, okay, es ist besser, wir beenden das jetzt, weil wenn wir bis September warten, wird es uns noch viel schlimmer gehen. Ich persönlich glaube nicht, dass sie das tun. Ich kann mir kaum vorstellen, dass eine Partei oder die ganzen Wahlkampfstrategen sowas empfehlen. De facto würde bedeuten, dass wenn die Wahlen im März stattfinden, es keinen Wahlkampf gibt. In 3 Monaten kann man keinen Wahlkampf machen. Ich sage zwar immer, es hat Wahlkampf begonnen, aber nicht den richtigen Wahlkampf mit richtigen Reden und Veranstaltungen und so weiter. Das hat es noch nicht gegeben. Und in 3 Monaten kann man das gar nicht machen. Rein theoretisch gibt es ja keine Spitzenkandidaten für die Grünen und für die SPD. Robert Habeck ist noch nicht gewählt worden. Das wird am 15. November sein, wenn überhaupt. Dann ist der Bundeskongress oder ja, Jahrestagung der Grünen, da müsste er eigentlich gewählt werden. Olaf Scholz ist rein theoretisch auch nicht der Spitzenkandidat der SPD, er muss auch noch gewählt werden. Ja, also deshalb meine ich, dass ich bin immer noch der Auffassung, dass wenn tatsächlich die FDP aus dieser Koalition ausscheidet, dann eben Olaf Scholz weiterhin eine Minderheitsregierung führt. Also ich sehe keinen Grund, warum SPD und Grüne da austreten sollten. Also eine vorzeitige Wahl machen sollten. Denn in 6 Monaten kann tatsächlich sehr viel passieren und möglicherweise können sie etwas irgendwie auch zum Guten wenden. Ich meine, man kann sich natürlich auch fragen, kann es noch schlechter werden für die Ampel? Können die Umfrageergebnisse noch schlechter werden? Ich meine, die können ja nicht ins Minus gehen. Okay, vielleicht werden die Grünen dann 8% kriegen, ja, aber vielleicht kommen die SPD auf 14%. Kann es viel schlimmer als das werden? Das ist die Frage. Das heißt, im Grunde können viele Wahlstrategen sagen, pass mal auf, es kann nur besser werden. Ja? Und je mehr Zeit wir haben, einen Wahlkampf zu führen, desto besser kann es für uns werden. Das heißt, dann steigen wir vielleicht noch ein paar Prozentpunkte. Da sagen sich vielleicht auch die Grünen. Ja, aber viel schlimmer kann es nicht werden. Deshalb ist meines Erachtens das Szenario möglich, dass die FDP austritt, weil sie tatsächlich diesen moralischen Bonus haben. Aber ich glaube kaum, dass die Wahlen eben nach vorne verlegt werden.